So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Online. Es ist endlich das vierte Modul rausgekommen, Tyranny of Dragons. Und das habe ich diesmal nicht abgelesen. Kurz check. Nein, aber es ist nämlich das vierte Modul. Ich wurde ja schon darauf aufmerksam gemacht, das nicht zu sagen. Ja, Tyranny of Dragons, das ist das neue Modul, was rausgekommen ist. Damit, was ist denn daran neu? Es gibt jetzt eine neue spielbare Rasse, das sind die Drachengeborenen. Da sehen wir schon einen, der hat eine Quest für uns. Vor allen Dingen gibt es jetzt neue Dungeons, paar, glaube ich, neue heldenhaften Begegnungen und so ein paar Schnickschnacks. Leider kein neues Gebiet, wie ich schon festgestellt habe, aber ich glaube, das wird trotzdem witzig. So, die Drachengeborenen. Okay, da es noch keine Synchronstimme gibt, übernehme ich sie. Held, der Führer der Armee der Drachengeborenen in Neverwinter hat mich gebeten, euch zu einer Audienz einzuladen. Sein Name ist General Barash und er befindet sich auf der Spitze der westlichen Hofes in der Halle der Gerechtigkeit. Gut, sprechen wir mal. Könnt ihr zum Glück reiten? Ja, bin gespannt natürlich. Ich habe lange darauf hingefiebert. Und so wie ich schon mal vorab ein bisschen was gehört habe, die von Freunden, die schon da reingegangen sind, also die schon angefangen haben, vor mir das zu spielen, sagen die, es ist ziemlich cool. Ich meine, es ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, die Quest nehme ich hier erstmal später an. Ich will erstmal dahin gehen, wo ich hin muss. Oder warte mal, ich wurde noch darauf aufmerksam gemacht, ich soll noch zu Nox gehen, der hat auch noch eine Quest. Ja, okay, dann übernehme ich das auch noch eben schnell. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Hier, Aufstieg des Kultes, die zwei anderen ziehen nicht. Okay, er hat auch nicht. Weitere Ärger im Neverdeath. Als wäre es nicht schlimm genug, dass sich die Toten erheben und der Kult des Drachen die Gräber durchstöbert. Jetzt scheint es auch noch so, als ob sich der Kult des Drachens untereinander bekämpft. Normalerweise wäre das gute Neuigkeiten. Doch der Grund hinter der Spaltung scheint der Wechsel in der Führung des Kultes zu sein. Und der neue Anführer, Severin, hat anscheinend große Pläne für den Kult. Hafner Boward kann euch mehr informieren. Kann euch mehr Informationen dazu geben. Ihr findet sie westlich von hier, auf der anderen Seite des Tempelgebiets. Sie berät sich jederzeit mit anderen, die sich ebenfalls über das geänderte Vorgehen der Kulturisten besorgt zeigt. Also es scheint, dass Neverdeath wieder so ein Thema hier ist. Da waren wir auch schon mal drin. Mal sehen, was sich da so verändert hat. So, da ist sie. Ich gehe erstmal zu der Audienz. Hat für mich Vorrang. Oh, was bist du denn? Oh. Ein Protodrache. Was ist das denn überhaupt? Silberne Drachenschuppe, okay. Okay. Was hast du für mich, General Barash? Ah, der Held von Neverwinter ist gekommen. Es freut mich, euch endlich kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf, an eurer Seite gegen den Kult des Drachens zu kämpfen. Das war's? You fucking kidding me? Also das ist keine Audienz, Bro. Das ist eine... Das ist einfach nur eine Begrüßung. Super. Okay. Dann müsste Bauer etwas für mich haben. Das war ja eine sehr lohnenswerte Quest. So. Oh, es ist eine Sie. Keine Frauenstimme. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Bitte, ja. Das kennen wir. So, ein Kult in der Krise. Hafnerin Windel in Neverdeath hat uns ein paar sehr interessante Berichte zukommen lassen. Anscheinend bekämpfen sich die Angehörigen des Kultes des Drachen nun untereinander. Windel konnte den Grund für diese Spaltung innerhalb des Kultes noch nicht in Erfahrung bringen, aber die Hafner sind erpicht darauf, sich Klarheit über die Hintergründe zu verschaffen. Würdet ihr nach Neverdeath gehen und Windel zur Hand gehen? Sie wird euch über alles Weitere unterrichten, sobald ihr bei ihr eintrefft. Kannst auch ein bisschen lauter reden. Ja, dann versteht man dich vielleicht doch besser. Aber es macht nichts. Neverdeath. Wie ich schon erwähnt habe, da waren wir schon mal vor sehr, sehr langer Zeit. Es war ja mein Levelgebiet.
Ja, mal sehen. Vielleicht hat sich da ja was Schönes getan, ne? So wie es sich anhört, bekämpfen sich ja die Typen jetzt gegenseitig, weil da irgendwie ein Machtwechsel vorliegt. Also bin ich gespannt, was uns da erwartet. So, wo ist denn Neverdeath? Da. Ja, ja, long time no see, wie man so schön sagt. Ich bin ein das Ding wie immer noch. Oh nein! Das ist mit heldenhaften Begegnungen gemeint. Hier gibt es jetzt schon neue heldenhaften Begegnungen. Aber bevor ich überhaupt was mache, will ich checken. So. Mit wem muss ich reden? Ach, hier. Ah, Windel! Dich kenne ich doch! Wir müssen die Geschehnisse in der Handwerkersruhe beenden. Ja. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, kein Ding. Als wäre der Unsinn mit dem Uhrwerk gerade nicht schon genug gewesen, bekämpfen sich die Kultisten nun auch noch untereinander. Mit ein wenig Glück bringen sie sich alle gegenseitig um. Das ist eine gute Idee. So, Kartraxis. Die neuen Kultisten haben viel Energie dafür aufgewendet, neue Drachen zu finden, die für ihre Sache streiten. Die Kultisten in Neverdeath haben es geschafft, Charthraxis, einen übellaunigen grünen Drachen, zu überzeugen, ihnen zu helfen. Charthraxis zu bezwingen, verschafft uns vielleicht etwas Zeit, mehr über die Pläne des Kultes zu erfahren. Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt schon direkt losgehe, weil ich Schiss habe, dass die... Fuck! Okay, das ist die einzige Quest. Nimm sie noch schnell an. Kommunikation des Kultes. Die Berichte unserer Kundschafter lassen darauf schließen, dass diese neue, ketzerische Fraktion des Kultes des Drachens sich irgendwo im hinteren Bereich von Handwerkersruhe in einer Gegend, die als Anlegestelle der Händler bekannt ist, herumtreibt. Viele der bekanntesten Händler Neverwinters wurden hier zu Grabe getragen. Genau wie ihre Brüder scheinen diese Kultisten dort nach etwas zu suchen. Diese Berichte deuten auch darauf hin, dass die beiden Gruppen einander feindselig gesinnt sind und dort handgemein geworden sind. Wobei die neue Gruppe alle Angriffe der alten zurückgeschlagen hat. Ein grüner Drache wurde in diesem Gebiet gesichtet und es liegt nahe, dass er mit diesen neuen Kultisten gemeinsame Sache macht. Ich hoffe natürlich, dass sich diese beiden Gruppen gegenseitig aufreiben. Doch wir müssen herausfinden, was dort vor sich geht, falls sich dieser Kampf ausweitet. Sucht die in den Kämpfen getöteten Kultisten nach Dokumenten ab, die Hinweise auf die Vorgänge enthalten. Okay. Was ich ja super toll an diesem neuen Patch, ja doch, Patch, finde, ist halt einfach, dass es Drachen gibt. Endlich Drachen. Ich meine, es gab ja immer diese Wannabe-Drachens, diese Minimis, die dachten, sie sehen aus wie Drachen, aber es sind keine Drachen. Jetzt sind es aber wirklich Drachen. Und ich bin kein großer Drachenfan. Nicht, dass man jetzt denkt, ich wäre jetzt irgendwie ein Drachenfanboy oder so. Aber ich mag einfach Drachen. Sie stehen halt im Spiel, meiner Meinung nach, also in Games, so MMORPGs, stehen sie halt immer für einen starken Gegner. Das klingt komisch, aber für mich ist es halt so. Sie stehen für mich halt für einen starken Gegner. Der halt schwierig zu bezwingen ist und eine Herausforderung darstellen soll. Deswegen finde ich es ja auch cool, dass mit dem neuen Patch, so wie ich gehört habe, sehr viele Drachen eingebaut werden. Sehr viele. Ja, was heißt hier sehr viele, aber es gibt jetzt Drachen. Ich meine, wer mag Drachen nicht? Die sind cool. Die spucken Feuer, die sind stark, die droppen auch gute Sachen. Boah, sind so alles Dinge, die ich gebrauchen kann. Oh, ich bin jetzt echt gespannt wie ein Flitzebogen, wie der Typ, wie dieser Carterix aussieht. Ja, aber wenn die jetzt ohne mich ihn getötet haben, wäre es natürlich lame. Dann hoffen wir mal das Beste. Ich muss hier Kulturisten töten, aber ich will erstmal zu den Drachen. Drache hat Vorrang. Oh nö, da gehen schon welche raus. Sag mir jetzt nicht, ich hab den fertig gemacht. Lebt er noch? Lebt er noch? Lebt er noch? Alter, 6 bis 10 Spieler, what the fuck? Wo ist der denn? Catrix wird zurückkehren in 14 Minuten! What the fuck? Okay. Gut. Dann nutze ich halt die Zeit und sammle die Dokumente auf. Wir müssen uns 13 Minuten und 5 und bla 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 Zeit merken. Ihr, die meine ich, das sind diese Drachen-Wannabes. Das sind aber keine Drachen. Das sind diese Drachengeborenen. So, aber das sind keine Drachen. Das muss man immer klarstellen.
Die halten auch nicht viel aus, das finde ich gut. Wo sind die Dokumente? Collect documents from defeated cultists. Also die hier. Also das sind meine hier. Also die müssten mir... Das sind ja Kulturisten jetzt schon ab hier. Habe ich jetzt endlich ein... Ah, ist schon krass. Hier sind richtig viele von denen, die rumgeiern. Oh, das ist schon... Macht es nicht leichter, die ganzen Dokumente einzusammeln. So, aber diese Cartex wird ungefähr in 13 Minuten zurückkehren. So, nochmal 12:41. Wollte mir einfach nur merken, wann er ungefähr da ist. Also nach meiner Uhrzeit. So, gut. Ungefähr ab da müsste ich hier schnell wieder zurückkehren, weil er sonst wieder da ist. Ja, da müssen wir halt Dokumente sammeln. Hm. Ja, hier sind noch welche. Weil ich Totenkopf kein Fan von Totenkopf bin. Das ist meistens immer so Anzeichen des Bösen. Dass sie übermächtig sind. Ja, jetzt kommt, jetzt könnt ihr aber auch ein paar Dokumente rausrücken. Kann ja nicht sein, dass hier gar nichts gibt. Schon krass. Ja, okay, das sind seine. Ich darf, es wäre fies, ein bisschen da ein bisschen abzustauben. Wobei man das auch bei mir gemacht hat. Jetzt kommt, jetzt könnt ihr auch mal die Scheiße rausrücken, ganz ehrlich. Außer diesen Juwelen-Plastikstatuen oder was da, whatever das ist, spucken die ja gar nichts aus. Meine von defeateten Kulturisten, also, Da sind noch mehr. Boah, das sind ja verdammt viele. Gib mir einfach nur, was ich will. Und kein wird was passieren. Alter, ernsthaft? Gibt's schon... Kann sein, dass es Bugs schon gibt, also dass sie die Questgegenstände nicht droppen oder so. Ich meine ja nur, ne? Normalerweise müssten die schon jetzt irgendwas gedroppt haben, aber die droppen ja nix. Ja, schon hart. Da schon ziemlich hart. Für mich. Ah, doch, die droppen. Sehr, sehr langsam, aber sie droppen. Ich meine, Hauptsache irgendwie das. So, einen Trank schlürfen. Das untersuchen lassen. Na? Ja, die kann man verkaufen bestimmt. Werden bestimmt ein bisschen was an Geld einbringen. Okay, die droppen schon, aber sehr langsam. Und es gibt eine neue Schatztruhe. Yeah! Das ist die größte Sorge, die ich hatte, als ich mich auf das neue Modul gefreut habe. Dass es keine neuen Truhen gibt. Ja, das Gebiet ist auch klein. Warum hätten die es nicht ein bisschen vergrößern können? Weil jeder geiert jetzt zum jeden kleinen Gegner. Nur um diese dreckigen Dokumente zu bekommen. Was ich, um ehrlich zu sein, echt verstehen kann, wenn man bedenkt, wie low der Drop ist, ist schon ziemlich hart. Ja, Bogenschützen sind jetzt hier. Cool. Oh ja, Dokument, sehr gut. Macht schon mal zwei. So, da laufen noch mehr. Oh, bleib mal stehen. So ein fetter Gegnerhaufen. Na? Oh, ich sterbe. What the fuck? Ich sterbe. So.
Das sind... Was? Wie können das Kobolde sein? Das sind doch keine Kobolde. Da stehen Drachen geboren. Das sind doch so welche Mini-Drachen. Die gegen die... Oh, ja, egal. Mir egal.